Unter Lesern und Sammlern wird sich oft gestritten, wer nun der Bessere ist. Karl Barks oder Don Rosa? Ich habe in vielen Comicforen nachgesehen und war überrascht, als ich sah, dass tatsächlich die Mehrheit eher auf Don Rosa Comics stand. Man sprach oft bei den Don Rosa Comics von einer größeren Detailverliebtheit, während die Barks Hintergründe schon fast leer wirken. Kommen wir nun zum ersten Punkt unseres kleinen Wettkampfs. Ich bin hier auf diesen Punkt angelangt, dass viele Leute sagen, dass Karl Barks Panels sehr leer wirken. Aber das stimmt nicht immer. Wenn man sich zum Beispiel jetzt dieses Panel anguckt, das strotzt so vor Details. Und guckt euch mal die ganzen Münzen da an, wie lange es wohl gedauert hat, das zu zeichnen. Also ich finde nicht, dass Karl Barks schlechter zeichnet als Don Rosa. Ich mag es zum Beispiel gar nicht, wie Don Rosa die Figuren zeichnet, die Ducks. Ich finde die Emotionen und an sich so der Körper ist viel zu steif und die Köpfe sind zu groß. Ich blätter jetzt hier so ein Barks Library Heft durch und manchmal kommt es halt wirklich vor, dass der Hintergrund einfach nur gelb ist. Aber zum Beispiel dieses Bild ist eigentlich schon sehr detailreich. Oder was gibt's noch für Bilder? Dieses Bild hier. Also es stimmt schon, dass man manchmal wirklich da noch ein paar Details hinzufügen könnte. Aber ich finde die Figuren und die Emotionen von Barks einfach phänomenal gezeichnet. Also halt schon wegen den Figuren finde ich den Stil von Karl Barks besser. Auch wenn manchmal der Hintergrund wirklich bei Don Rosa mehr heraussticht. Karl Barks. Ganz eindeutig, Karl Barks hat die besseren Geschichten geschrieben. Und wieso? Weil 50-60-70% von Don Rosas Geschichten Fortsetzungsgeschichten von Barks Comics sind. Und ich persönlich finde, die eigenen Geschichten von Don Rosa unterscheiden sich, also die könnte man wirklich mit den Geschichten in den modernen, lustigen Taschenbüchern vergleichen. Ich als großer Barks-Fan finde aber die Fortsetzungsgeschichten von Don Rosa sehr spannend und auch wie Don Rosa den ganzen Entenmythos weitergesponnen hat. Ich finde zum Beispiel auch seinen Stammbaum richtig klasse und auch seine Geschichten von Dagobert in Klondike. Don Rosa ist wirklich ein faszinierender Mensch, der seine Liebe zu den Ducks nie aufgegeben hat und auch seine Liebe zu den Barks Comics und auch sehr, wirklich sehr, sehr schöne Panels zeichnet, ein großes Zeichentalent hat, vielleicht seine Figuren nicht ganz so hervorstechen, aber er ist immer noch einer der viele Menschen beflügelt und ich verstehe es auch, dass sehr, sehr viele Menschen wirklich nur seine Comics lesen. Doch Karl Barks ist etwas ganz anderes. Er hat nicht einfach nur Comics gezeichnet. Schließlich gehörte zu seinem Werk nicht nur seine Zeichnungen und seine Ölgemälde, sondern auch er hat ein Universum geschaffen und das ist, wofür ihn so viele bewundern. Er hat Entenhausen erschaffen, er hat Dagobert Duck, Daniel Düsentrieb, Gundel, Gaukelei und sonst noch wen und die Panzerknacker erschaffen. Und er war wirklich, und ohne ihn würde es auch die Duck-Comics von Don Rosa nicht geben. Deshalb, er ist persönlich, also nehmt das jetzt nicht so, ich verstehe es, wenn ihr Don Rosa-Comics mehr liebt, aber ich mag Karl Barks viel, viel mehr, weil er war wirklich der Erschaffer von all dem, was heute Don Rosa und bestimmt hunderte bis tausende andere Zeichner und Autoren zeichnen und schreiben.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis bald.